Dank meiner Studien bin ich für jedes Pokémon bereit. Aber sicher nicht für mein Pokémon-Team, du hässlicher Streber. Mit deiner hässlichen Tasche und mit deinem hässlichen Namen. Sorry an alle, die Holger heißen. Ja, also ich wusste schon, dass der einen Tangela hat. Aber ich war nicht darauf vorbereitet. Auf seins, naja. Hypnose! Ich habe mich ja hier in dem letzten Part entschlossen, hier abzubrechen. Deswegen starten wir jetzt hier wieder. Gott, mein... Mein Schreibtischstuhl, der macht zu viele Geräusche. Das ist schlimm. Meine Musik ist auch ein bisschen zu laut. Moment. So, jetzt. Ich hoffe, man hört nicht meinen Schreibtischstuhl oder meine Ingame-Musik. Weil wenn das halt, dann hört sich ziemlich blöd an. Naja, aber egal. Ich weiß nicht, Nebulak ist noch... Ja, komm, einmal noch und dann... Wobei, wenn wir es hypnotisieren, dann... Jawohl! Aber Nebulak hat noch eine sehr schwache Attacke drauf. Und momentan... Ich habe es ja schon im letzten Part gesagt, die einzige Attacke, mit der Nebulak angreifen kann, ist Schlecker. Wir hätten noch Fluch zur Auswahl. Aber würden wir das jetzt einsetzen, hätte Nebulak wahrscheinlich nur noch 1 KP und würde sich dann... bald selber killen. Nee, selber killen nicht. Der Müll halt ist Tangel und Nebulak leichter killen mit einer Absorber-Attacke. Ich weiß nicht, ob Tangela mit Level... Keine Ahnung, was für ein Level das jetzt hat, weil gerade der Statuswert das Level blockiert. Aber ich glaube, es lernt schon ziemlich früh Absorber, kann es sein? Also ich glaube, die ersten Attacken sind ja Umklammerung und Wickel. Das ist schon mal... Klar, und die können unser Nebulak nicht treffen. Ja, habe ich ja gesagt, es kann Absorber. Das heißt, hätten wir jetzt Fluch eingesetzt, hätte Nebulak die Hälfte seiner KP eingebüßt, dann hätte es wahrscheinlich noch 3 KP übrig gehabt, die das Tangela uns jetzt, abgesaugt hat, quasi. Und dann wäre unser Nebulak down gewesen. Daher habe ich jetzt keinen Fluch eingesetzt. Aber ich glaube, das hätten viele wahrscheinlich nicht gemacht. Das ist keine Besonderheit. So, aber was auch keine Besonderheit ist, dass ich jetzt auch einen Hyperheiler einsetze. Weil ich keine Lust habe zu warten, bis das Nebulak wieder aufwacht. Ach, das ist jetzt der Nachteil an seiner Absorber-Attacke. Er raubt uns ein paar KP und regeneriert sich ein wenig. Tja, ich hoffe, unser Schlecker reicht noch, um das Tangela zu killen, weil ihr seht ja, es regeneriert immer was von dem Angriff, den... von dem Angriff den Schlecker da abzieht. Ach komm, das schaffst du noch. Ist zwar knapp, aber du schaffst es. Komm schon, Nebulak, du schaffst es. Gib jede Menge Erfahrungspunkte. Jawohl, ich bin stolz auf dich. Boah, fast auf einen Schlag auf Level 19 hoch. Ein Fehler in der Berechnung. Ja, von dem kriegt ihr eine Nummer, aber ich werde sie nicht registrieren. Ihr wisst warum. Ich bin Flora vom Blumenladen. Stell dir vor, als ich den wackeligen Baum mit Wasser benetzte, ist er hochgeschreckt. Ich muss einfach ein Pokémon... Was? Es muss einfach ein Pokémon sein. Ich wette, es gibt seine Verkleidung. Auf, wenn man es gießt. Genau, ich sage es meiner Schwester und leihe mir ihre Gießkanne. Und da geht sie. So, hier ist der seltsame Baum. Baum. Bauen, bauen, neues Wort, bauen, mit N. Ja, vielleicht kommt euch dieser Ort bekannt vor, wir waren hier schon bereits. Ihr habt es erfasst, hier geht's nach Take City, Viola City, Take City geht's hier lang. Aber wir kommen hier noch nicht vorbei, er stellt sich noch weiterhin stur uns in den Weg. Tja, da bleibt uns keine andere Müdigkeit, wollte ich sagen. Ja, müde war ich im letzten Part, inzwischen bin ich wieder hellwach. Ach ja, heute ist ja Dienstag, da können wir das Käferturnier auch noch machen. Verdammt, warum habe ich kein Pokémon dabei, das zerschneiden kann? Ich hoffe nur Snubbull kann zerschneiden. Oh ne, Habitat kann bestimmt zerschneiden, ich bringe jetzt mal Habitat zerschneiden bei. Damit wir hier vorbeikommen. Was, Habitat kann kein zerschneiden? Das gibt's doch nicht. Ich konnte schwören, das kann zerschneiden. Na gut, dann müssen wir außen rumlaufen. Wir müssen jetzt eh durch den Nationalpark, weil wir das Käferturnier jetzt machen werden.
Zuvor hole ich mir noch die Beere. Zuvor hole ich mir noch die Beere ab, ja. Okay, jetzt heißt Käfer-Turnier-Time. Heute ist Dienstag. Das bedeutet, dass heute das Käfer-Turnier stattfindet. Die Regeln sind einfach. Fange ein Käfer-Pokémon mit einem deiner eigenen Pokémon. Das Käfer-Pokémon wird dann von der Jury bewertet. Möchtest du es einmal versuchen? Ja. Oh oh, du hast mehr als ein Pokémon. Du musst Nebulak auswählen. Dein erstes Pokémon. Na, ich bin nicht damit einverstanden, weil mein Nebulak geschwächt ist. Aber wir können es gerne verwenden, weil Nebulak resistent gegen Normalattacken sind und Käfer-Pokémon greifen normalerweise mit Normalattacken an. So, ganz einfache Möglichkeit, unser Nebulak zu heilen. Wir lagern es in die Box und nehmen es wieder mit. So, ist ab der zweiten Generation neu, dass man dass sich Pokémon heilen, wenn sie in die Box gelagert werden. So müssen wir nicht extra ins Pokémon-Center zurücklaufen. Das war ja in der ersten Generation noch nicht so. Da waren sie noch beschädigt. Da konnte man noch den Schaden von den Kämpfen feststellen, wo man das Pokémon gefangen hat, falls man eins gefangen hat und es Schaden bekommen hat. So, sprechen wir den Furzi nochmal an. Und dann kann es losgehen. Meistens, also ich bin nicht so der Pro in diesen Dingen, in diesen Käfer-Turnier-Dingens. Aber ich habe schon häufig und oft. Was wird aufs häufig und oft hofft? Ich habe hier schon oft gewonnen, aber ich gewinne nicht immer. Okay, ja, es gibt hier auch sehr viele verschiedene Pokémon, die wir normalerweise nicht hier fangen können im Nationalpark. Die können wir hier nur fangen, wenn wir hier das Käfer-Turnier gestartet haben. So, was ist jetzt? Und? Perfekt, genau das Pokémon wollte ich, Sichlor. Also ohne Witz, wollte ich echt jetzt. Gut, ich habe hier schon einmal verloren, muss ich zugeben. Ich hatte damals ein, Tornupto, die Entwicklung von unserem Starter, die Vollentwicklung halt, auf Level 70. Dann bin ich hier reingegangen, habe gegen einen Smetpool gekämpft und ich konnte es nicht fangen. Mein Tornupto war ein bisschen angeschlagen, hatte glaube ich die Hälfte seiner KP verloren. Dann wollte ich es so unbedingt fangen und dann habe ich mich so da darauf konzentriert, es zu fangen, dass mein Tornupto von dem Smetpool besiegt wurde. Ja, das war die größte Peinlichkeit in der Geschichte von... Warum kann es Verfolgung? Das kann nicht angehen. Nein, wenn es häufiger Verfolgung einsetzt, wird unser Nebulak down gehen. Das ist nicht gut. Ja, aber solange weiterhin ein Druckzugkeep angreift, kann nichts passieren. Sichlos schwierig zu fangen. Ich weiß es aus Erfahrung, also die meisten Pokémon sind hier sehr schwer zu fangen. Anscheinend liegt es an den Bällen. An dem Safari-Ball, an dem Parkball. Parkball heißen die. Die haben anscheinend nicht so eine hohe Fangrate. So, ich glaube, einmal mache ich es noch und dann werfe ich mal einen Ball. Ich hoffe, es ist kein Volltreffer. Nein? Oh, sehr schön. So stelle ich mir es vor. Und jetzt Ball. Und jetzt bitte bleib drin. Jawohl, ihr seht, das sind Parkbälle. Na, knapp, aber naja, gut. Solange es keine Verfolgung einsetzt, stört es mich nicht. Ja, okay, wir probieren es nochmal. Jawohl, geht doch. Beim zweiten Mal geht es fast immer, wenn es schon einmal kurz vorm drin war. Drin gehen, ihr seht, ich kann mich wieder nicht schnell ausdrücken. Okay, lesen wir uns erstmal den Eintrag vor. Sichlor, Mantis, Größe 1,50 Meter, Gewicht 56 Kilogramm, ganz schön schwer für so ein Käferviech. Es ist sehr stolz auf seine Schnelligkeit. Es ist so schnell, dass der Feind nicht sieht, wer ihn trifft. Okay, jetzt haben wir Sichlor gefangen. Wenn wir jetzt das Turnier abbrechen oder aufhören, dann, dann kriegen wir das Sichlor geschenkt. Falls wir ein zweites Pokémon fangen, wird das Sichlor, was wir gefangen haben, gelöscht und das wird dann durch das frisch Gefangene ersetzt. Ich möchte jetzt kein Pokémon mehr fangen. Ich möchte euch nur zeigen, welche Pokémon es hier sonst noch gibt.
quasi jetzt so ein kleines Show. Ja, man findet hier ein Pinsir, genau. Könnte man auch gut abgeben. Also damit habe ich auch schon ein paar Mal gewonnen mit einem Pinsir. Und kommen wir zum nächsten. Ach scheiße, ich hätte nur einen Nebulak. Ich hätte es bekämpfen sollen mit meinem Nebulak, weil Pinsir kann ja unser Nebulak nicht treffen. Ja, also ich würde euch raten, fangt euch keine Kokunas oder Hornews, whatever, keine Raupis und so, weil die geben nicht viele Punkte. Obwohl ich glaube ich einmal mit einem, aber wirklich, das war ein seltener Fall, da habe ich glaube ich einmal mit einem Raupi gewonnen. Ich glaube Paras kann man sich vielleicht holen, um zu gewinnen, aber ich bin mir nicht so sicher. Wie gesagt, ich bin hier kein Experte im Käferturnier, ich kann nur vermuten. So, hier ist das nächste Pokémon. Ich würde mal gerne ein Smetbo oder ein Beebo treffen. Mit Smetbo und Beebo kann man auch sehr gut gewinnen. Aber ich glaube, mit Sichlor geht es immer noch am besten. La 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 la, ein Hornio, da ist es. Ich weiß gar nicht, ob die Zeit irgendeine bestimmte Rolle auf das Punkteergebnis spielt. Ich meine, ich glaube, je länger Zeit man braucht, desto weniger Punkte kriegt man. Aber ich kann es auch wieder nur vermuten, weil ich, wie gesagt, nicht der Experte in Sachen Käferturnier bin. So, hier ist auch das Bibo, was ich euch gesagt habe. Hier tauchen ja auch Bibos auf. Habe ich gerade vor 10 Sekunden gesagt. Und trotzdem wiederhole ich es nochmal. Okay, ich glaube, wir können aufhören. Das reicht eigentlich. Hier sind noch ein paar Leute, die wir ansprechen könnten. Aber die erzählen uns nur ein paar Sachen über das Käfertier. Und ich glaube, das reicht jetzt mal. So, jetzt bin ich gespannt. Wir bewerten rund einen gefangenen Pokémon. Wir haben nur eins gefangen. Die Gewinner stehen fest. Bist du bereit? Dritter wurde Pokéfan Wilhelm. Mit einem Blutzug. Ach ja, Blutzug kann man ja auch fangen, stimmt. Mit einer Punktzahl von 323. Zweiter wurde Gold. Okay, wir wurden Zweiter. Mit einem Sichlor. Die Punktezahl. Verdammt, ich habe die Punktezahl übersprungen. Das wollte ich gar nicht. Naja. Der Gewinner des Käferturniers ist Camper Till mit seinem Snipergewehr. Er hat ständig mit seinem Snipergewehr gewartet und die Pokémon erschossen und sie damit im Ball gefangen. Und zwar, das was er gefangen hat, war ein Pinsir. Ach, wahrscheinlich das Pinsir, was wir begegnet sind. Wahrscheinlich. Boah, 370 Punkte. Naja, macht nichts. Immerhin kriegen wir einen Ewigstein, den können wir verkaufen. Bitte nimm auch das nächste Mal teil. Wir geben dir deine Pokémon zurück, bitteschön. Möchtest du Sichlor einen Spitznamen geben? Nö. So, naja, egal. Immerhin haben wir einen Sichlor. Sichlor ist ein cooles Pokémon. Viel cooler ist dieses Pinsir. Sichlor kann sich immerhin entwickeln. Und dann erscheint die sechste Generation mit einem neuen Pinsir und mit der Entwicklung von Pinsir und dann... Dann fragt ihr euch, hä, was? Pinsir kann sich entwickeln. Hm. Ja, ich bin schon gespannt auf die neuen Pokémon der sechsten Generation. So, jetzt aber gehen wir zurück nach... Halt nein, wir müssen hier noch vorbei, genau. So, ich glaube, hier sind insgesamt noch zwei. Ich gehe überall hin, wo es Käfer-Pokémon gibt. Wirklich überall? Würdest du auch in die Antarktis gehen? Oder in die Wüste? Ich meine, ja gut, Käfer-Pokémon gibt es hier vielleicht nicht, aber angenommen, es gäbe hier ein seltenes Käfer-Pokémon, das es nur einmal auf der Welt gibt. Würdest du dorthin gehen wollen für dieses eine Pokémon? Ja, das würde ich. Okay, dann bist du wirklich ein Freak. Okay, wir müssen auf Blutzug aufpassen. Blutzug beherrscht Konfusion, glaube ich. Und die Attacke wäre sehr effektiv gegen unser Nebulak. Daher habe ich jetzt erst einmal Hypnose eingesetzt, um es einzuschläfern. Und ja, jetzt müssen wir wieder mit dieser langweiligen Schlecker-Attacke angreifen. Mann, ich kann nur hoffen, dass Nebulak wirklich schnell auf Level 21 zukommt. Weil ich habe langsam keine Lust mehr, ständig mit diesem Schlecker anzugreifen. Schlurp. Okay, er hat Gesicht eingesetzt. Jetzt kann er unser Nebulak mit Normalattacken treffen. Das ist der Effekt von Gesichte. Aber nicht so lange es noch pennt oder wieder pennt, je nachdem. Irgendwie ist Nebulak voll pervers. Erst schläfert er die gegnerischen Pokémon ein und dann schlägt er sie ab. Ja.
Okay, und Blutzug hätten wir besiegt, ohne einen Schaden zu bekommen. Ich glaube, das Blutzug hat einen Schaden bekommen, und zwar nicht körperlich, sondern auch innerlich, wenn ihr versteht, was ich meine. Oh Mann, ich sollte damit aufhören mit diesen perversen Kommentaren. Ich hätte nicht verlieren dürfen. Okay, hier ist ein Item. Ich glaube, das ist eine TM. Ich weiß gar nicht welche. So, was bist du für ein... Ach nee, das ist ja ein... der hat einen Taubore, glaube ich. Welche Art von Pokéball benutzt du? Ich benutze Pokéball, Superball, Hyperball und die restlichen Bälle, die benutze ich ab und zu auch mal. Aber nur wenn ich sie habe. Ich stelle mir extra keine Bälle her, um sie zu haben, sondern wenn ich mal einen Köderball oder so habe, dann benutze ich den halt. Okay, ich glaube, mit unserem Nebelock kann dieses Taubsi nicht angreifen, weil Taubsi ein Normal-Pokémon ist und Geisterattacken funktionieren nicht gegen normale Pokémon, daher wechsle ich jetzt zu Golbat. Unser frisch entwickeltes Golbat. Gut, ich glaube, Hypnose, ja. Ich glaube, Konfusion ist ganz gut, oder, ja. Verwirrung, Konfusion ist ja eine Attacke. Aber auf Englisch heißt es ja confused, wenn man... Also Verwirrung heißt auf Englisch confused. Verdammt, wir haben keine AP mehr, das kann doch gar nicht sein. Ach, jetzt ein Äther einzusetzen wäre auch eine Verschwendung und genauso wie Superschall. Okay, ich muss wieder wechseln, weil unser Golbat nur mit Blutzucker angreifen kann und die Attacke wäre nicht sehr effektiv und würde daher wenig abziehen. Ich glaube, ich muss wieder Igelava einsetzen, auch wenn Igelava ein bisschen geschwächt ist, aber ich glaube, das reicht schon für dieses Taubsi. Solange Taubsi keine Lebensstelle kann, glaube ich schon, dass Igelava das schafft. Okay, ich glaube jetzt... ich muss mal das wissen. Ich setze jetzt einen Supertrank ein und ich glaube nicht, dass ich jetzt einen Supertrank einsetze. Nein. Gut, Windstoß, ja. Okay, Windstoß war übrigens bis zur zweiten Generation eine Normalattacke. Bis es in der zweiten Generation zu einer Flugattacke umgestaltet wurde. Genauso wie Biss war ja in der ersten Generation eine Normalattacke, genauso wie Windstoß. Und in der zweiten Generation ist es jetzt eine Unlichtattacke. Ich glaube, das habe ich auch schon einmal erwähnt in diesem Let's Play. Aber wiederholen kann ja nicht schaden, ne? So, jetzt spielen wir wieder Zidane. Ach ja, ihr seht, ein Taubore, ganz wie ich es euch gesagt habe. Das immer noch mit Tackle angreift. Tackle kann Taubore oder Taubsi in der ersten Generation gar nicht. Das wurde in der zweiten eingeführt, dass Taubore bzw. Taubsi oder Taubos Tackle beherrscht am Anfang. Mist, nicht schnell genug. So, und du warst der Letzte auf dieser Route. Jetzt gehen wir zurück nach Dukatia City. Und schauen uns die Arena an. Aber zunächst schaue ich mir die TM an. Ich glaube, das müsste... Das müsste... Oh Gott, keine Ahnung. Irgendeine Statuswertattacke, glaube ich. Walzer. Interesting. Walzer ist wirklich interesting. Igelava kann Walzer. Ich schaue es mir mal an. Wir können ja die Attacke noch verlieren lassen. Ich glaube nicht, dass Walzer in meinem Moveset drin steht. Und wenn doch, dann werde ich mir diesen Moment jetzt wahrscheinlich bis zum Ende des Let's Plays hinter den Kopf schreiben oder hinter die Ohren, whatever. Aber ich vergesse mal Rauchwolke. Ich glaube, eine Gesteinsattacke wie Walzer verdient schon etwas. Ich frage mich, warum Walzer eine Gesteinsattacke ist. Ich meine, ja gut, ich könnte mir vorstellen, dass, durch den Walzer, also wenn man die TV-Serie sieht, wenn dieses Miltank von der Arena-Leiterin da Walzer einsetzt, dann wird es schon steinhart, kann man so sagen. Und daher könnte ich mir schon vorstellen, dass es eine Gesteinsattacke ist. Oh, aber ich glaube, ich probiere es mal. Weil das jetzt sowieso Teleport ein und verpisst sich, aber warum sollten wir es nicht fangen? Dann müssen wir nicht in die Spielhalle, um es zu fangen. Ich glaube, das kann man sogar dann gegen dieses Macholo in der im Kaufhaus tauschen. Hey, cool, wir hatten Glück. Okay, dann werde ich es auch noch tauschen in dem Kaufhaus. Wenn wir schon dabei sind. Es hypnotisiert sich, um mittels Teleport auch im Schlaf zu fliehen, wenn es Gefahr verspürt. Ach ja, den Ding habe ich noch nicht vorgelesen.
Aber Psi-Größe 0,9 Meter. Also ungefähr einen Meter groß, ne? Gewicht 19,5 Kilogramm. Also ja, schon ein bisschen schwer. 20 Kilo für 1 Meter. Das wäre eine Masse von 2,0. Keine Ahnung. Oh, Mathe-Profi. Ich bin voll der Mathe-Profi. Aber ich sollte, glaube ich, meine Klappe halten. Es gibt wahrscheinlich einige unter euch, die besser Mathe können als ich. Ich meine, ich bin ja nur Hauptschüler, ne? Selbst das. Okay. Ich glaube, wir holen jetzt... Ich frage mich, wann das Eis schlüpft. Moment. Ich schaue es mir mal an. Vielleicht schlüpft es ja noch in den letzten... Schritten. Ja, es sind schon lauter das Hören. Es wird bald schlüpfen. Okay, ich glaube, ich mache heute den 30-Minuten-Part. Keine Ahnung warum. Weil ich Lust drauf habe. Na, 10.000. Ich glaube, wir können schon mal ein bisschen Geld ausgeben, wenn wir schon hier sind. Wir haben ja jetzt einen Münzkorb. Okay, jetzt schaue ich mir nach, wie viel wir noch brauchen im Gedächtnis. Ich werde es euch nicht sagen. Nein, nein. Ah, nein, das sind die TMs. Donnerblitz nicht. Donner. Einfach nur Donner. Donner, Blizzard und Feuersturm sind es. Ah, okay. Ich sehe es, okay. Welches Pokémon nehmen wir? Also, dass wir Abra nehmen, wisst ihr ja. Welches Pokémon nehmen wir? Ist es Dragosso, also Knogger, oder ein Wuin genau? Dreimal dürft ihr raten. Ihr könnt eure Meinung als Kommentar schreiben. Würde mich echt interessieren, was ihr denkt, welches Pokémon ich nehmen werde. Okay, aber jetzt holen wir noch unser Abra ab und tauschen es. Vielleicht kriegen wir dadurch auch noch ein paar Schritte dazu gewonnen, sodass das Ei vielleicht sogar noch in diesem Part schlüpft. Andernfalls wird es sich im nächsten Part bestimmt entwickeln. Und ich freue mich schon auf dieses Pokémon, was daraus kommt. Ich meine, da besteht eine geringe Chance, dass es ein Shiny wird. Eine 12,5%ige Chance, muss ich dazu sagen. So, und ich glaube, das Macholle, was wir uns jetzt abholen, das können wir später noch brauchen. Ich meine, es kann Stärke dann... Also, wir können sie ja später Stärke beibringen. Und Stärke ist wichtig. Zertrümmer können wir es später auch noch beibringen. Wir kriegen später auch noch Zertrümmer. Also bald sogar noch. Vielleicht sogar in ein, zwei Parts. Wenn wir schnell sind. So, jetzt frage ich mich... Ach so, die ist da neben dem TM-Shop. Genau, jetzt weiß ich es wieder. Ah, hier ist nichts. Hier ist auch nichts. Der müsste hier sein. Ja, genau. Gut, hier... Ich dachte, es sei ein R. Eine Sie. Okay, R. Okay, hier, Abra, für dich. Okay, benutze das Game Link-Kabel. Boah, das ist ja voll veraltet. Oh, früher, oh, das waren noch Zeiten. Früher, wo ich noch nur ein Gameboy. Nee, früher hatte ich zwei Gameboys. Aber, zwei unterschiedliche. Ich hatte einen Gameboy Color und einen Gameboy Advance. Also diese Handheld-Dinger, die so aussehen wie PSPs. Und einmal die Dinger, die jetzt gerade gezeigt wurden. Und ich weiß nicht, es war irgendwie nicht kompatibel mit dem Link-Kabel. Ich glaube, es konnte man nur von Advance zu Advance tauschen oder von Color zu Color, aber nicht von Advance zu Gameboy. Und daher konnte ich nie tauschen. Ich wollte früher immer ein Gengar. Aber ich hab's nie bekommen früher, weil ja, weil man Alpollo nur durch eine Entwicklung zu Gengar entwickelt. Weiß ich. Alpollo nur durch einen Tausch zu Gengar entwickelt. So, jetzt. Und es hat mich schon ein bisschen genervt, dass man Pokémon tauschen muss. Aber naja, ist halt sowas so von Nintendo geregelt. Ich glaube, dass die Kinder sich gegenseitig nötigen. Ey, komm, kauf doch mal das Spiel, dann kann ich mit dir tauschen. Dann habe ich ein Simsala und ein Gengar und ein Machomai. Ja, komm, kauf dir das Spiel. Ach Mensch, ich will jetzt dieses Ei ausbrüten. Ohne Witz jetzt. Ich gleich steige auf das Fahrrad und renne und fahre die sinnlos durch die Stadt. Wie ein Obdachloser in der Straßenbahn. Super Vergleich, oder? Ich sollte Rapper werden. Ich mach voll die geilen Vergleiche. Yeah. Jetzt fahren wir einfach durch Dukasia City, damit das Ei jetzt ausschlüpft.
Komm schon, Eis, brüte dich doch endlich aus. Was sing ich hier für eine Scheiße, das geht doch nicht. Ich kann sowas nicht hochladen, aber ich mach's trotzdem, wenn ihr das seht, hab ich's gemacht. La 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 la, sinnloses Gefahren durch die Stadt. Gleich mach ich es aus grün, aber ich glaub nicht, dass es so lange braucht. Och Mensch, okay. Sorry, dass es jetzt ein bisschen langweilig ist, aber ja. Für ein Shiny tue ich fast alles. Aber nur fast. Jetzt komm schon. Schlüpf aus! Schlüpf endlich aus dem verdammten Ei aus. Sonst schlage ich dich danach mit meiner drunkenen Faust. Und dann rennst du flennend nach Haus. Und küsst voller Verzweiflung eine verdammte Maus. Was soll das denn jetzt? Ich bin so schlau. Warum singe ich wie eine Frau? Das kann doch gar nicht sein. Oh Mann, ja, sorry Leute, ich höre schon auf. Das kann doch gar nicht sein. Ich glaube, das ist das meiste, was ich jetzt gerade gesagt habe. Vor ein paar Sekunden. Ey, stell dir mir nicht in den Weg, Schlampe. So. Ach Mensch, okay, fahren wir mal nach rechts, damit es ein bisschen abwechslungsreich wird. Oh, ein Haus, wow. Schlampe, lauter Schlampen stellen sich mir in den Weg. Das ist ja fast so wie in Thailand. Oh, jetzt. Huch. Shiny, betet, drück mir die Daumen, dass es ein Shiny wird. Cosella. Ich krieg immer ein verdammtes Cosella, ernsthaft jetzt. Ich hab dieses Spiel wahrscheinlich dreimal gespielt oder so und mir immer das Ei abgeholt. Und von drei von zehn Malen hatte ich ein Cosella. Ich bin verflucht, ich schwör's euch. Aber warum beschwere ich mich? Ich meine, Cosella wird zur Rosane, ist gar nicht so schlecht. Ach ja, übrigens, ein Merkmal des kuriosen Eis ist, dass jedes Pokémon, das aus dem kuriosen Ei ausschlüpft, die Attacke Irrschlag beherrscht. Nur so als Randnotiz. Gut, ich glaube, jetzt reicht es auch langsam mal für diesen Part. Ich glaube, wir haben jetzt genug sinnlos durch die Stadt geritten. Keine Ahnung. Deutsch, ich bin voll schlecht in Englisch. Warum sage ich Deutsch? Okay, ich stelle mich hier vor die Arena, schaue mir das Schild an. Nein, nicht wieder aufs Fahrrad, meine... Na, jetzt aber! Meine Enter-Taste klemmt, verdammt! Okay, jetzt, ich muss die Enter-Taste mal ein bisschen befreien. Gut, ich glaube, dann bis zum nächsten Part, ne? Also, ciao!